Hörtalk, die Community für Hörspielmacher. Vier Freunde hatten den Samstag für eine kleine Fahrradtour zu einem nahegelegenen See genutzt. Dort war es herrlich gewesen. Auch Stromer, den die vier nach ihrem letzten Abenteuer aus England mitgebracht hatten und der nun ein neues Zuhause bei Lina gefunden hatte, war bei ihnen. Die vier Freunde hatten am Seeufer mit ihm gespielt. Jetzt lief er schwanzwedelnd an einer Leine neben Linas Fahrrad her. Sie waren auf dem Rückweg. Es war spät geworden. Und da für den Abend schlechtes Wetter vorhergesagt worden war, hatte Anja vorgeschlagen, eine Abkürzung durch den Wald zu nehmen, der sie nun schon eine ganze Weile folgten. Wie lange dauert es noch? Wir sind bestimmt gleich da. Dank Anjas genialer Abkürzung. Ich habe Hunger. Ein Glück, dass Anja extra eine Route ausgesucht hat, mit der wir rechtzeitig vor dem Gewitter nach Hause kommen. Dann zeig du uns doch einen schnelleren Weg, wenn du alles besser weißt. Kein Problem. Wo fährt man denn diese hilfreichen Dinger her, die sich Smartphones nennen? Nun ja, irgendwie funktioniert die Ortung gerade nicht. Tja, ohne dein Smartphone bist du wohl aufgeschmissen. Aber natürlich erstmal große Töne spucken. Wäre ich vorausgefahren, dann hätte ich mich zuvor einfach erkundigt, wo wir hin müssen. Könnt ihr euch später drum streiten, wer die schlechtere Orientierung hat und jetzt vielleicht mal weiterfahren? Ich würde nämlich gerne heute noch ankommen. Hey Leute, schaut mal da drüben. Vielleicht können wir uns da bei dem alten Gemäuer unterstellen. Gute Idee, Dicky. Hey Jungs, das ist nicht euer Ernst, oder? Es können höchstens noch 10 Minuten bis zum Stadtrand sein. Du meinst, gehen auch so lange 10 Minuten wie die vor einer Viertelstunde? Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Erstens, weil ich nicht noch mehr nass werden will. Und zweitens, weil mich interessiert, was das für ein Gebäude da ist. Kommt ihr mit? Ich finde, es sieht unheimlich aus. Es sieht nach einer verfallenen Burgruine aus. Die Überreste reichen kaum über die Bäume hinaus. Wahrscheinlich kann man sich dort nicht mal mehr unterstellen. Kommt hier rüber. Hier ist eine Art Raum, in dem wir vor dem Regen geschützt sind. Lina und Anja rannten eilig zu den anderen beiden hinüber, die bereits durch einen bröckelnden Torbogen ins Innere des Raums getreten waren. Vor allem Lina war nicht ganz geheuer dabei. Stromer schüttelte sich nach dem Betreten des Raumes erst einmal herzhaft. Das tat gut. Stromer, als ob wir nicht schon nass genug wären. Stromer hat's gut. Der ist jetzt wenigstens relativ trocken. Wir sollten besser die nassen Sachen ausziehen. Als ob uns dadurch wärmer würde. Es sind keine Scheiben in den Fenstern. Der kalte Wind kann allzu ungestört reinstürmen. Und wir haben sowieso keine Ersatzkleidung dabei. Deshalb bezweifle ich, dass uns dadurch viel wärmer würde. Wir sollten besser weiterfahren. Das ist hier bestimmt alles einsturzgefährdet. Lass uns noch ein paar Minuten hier warten. Dann ist das Gewitter vielleicht vorbei. Passt gut auf, wo ihr hintretet. Ich bin gerade fast über einen wackeligen Stein gestolpert. Wisst ihr was? Ich werde jetzt gar nirgends wie hintreten. Sondern mich einfach da in den Sessel setzen. Was ist mit euch? Wollt ihr euch nicht auch auf das Sofa da hinten setzen? Die Möbel sehen aus, als kämen sie vom Sperrmüll. Wahrscheinlich haben Obdachlose sie hierher geschleppt. Wenn man in dem kleinen Kamin da drüben ein Feuer entfacht bekommt, könnte es hier schon halbwegs gemütlich werden. Und wenn sie zurückkommen? Ausgerechnet bei diesem Wetter? Unwahrscheinlich. Außerdem sind Obdachlose keine Mörder. Gerade bei diesem Wetter. Ich habe was zu essen gefunden. Essen? Stromer, der es sich zu Linas Füßen gemütlich gemacht hatte, hob den Kopf. Dieser Dicky schien die richtigen Prioritäten zu setzen. Du kannst auch immer nur ans Essen denken. Und was kochst du uns Schönes? Da lässt sich bestimmt was finden. Hey, dieser alte Dolch oder was da auch immer am Kamin liegt, könnte dafür ziemlich nützlich sein. Hey, wartet! Obdachlose kommen bestimmt nicht so leicht an Essen. Ich finde, wir sollten es ihnen lassen. Das war auch nicht ernst gemeint. Zumindest von meiner Seite her nicht. Es hat sowieso aufgehört zu regnen. Lass uns weiterfahren. Leute, Anja hat recht. Lass uns aufbrechen. Unsere Eltern werden sowieso schon nicht besonders glücklich sein, dass wir so lange unterwegs waren.
Wo geht's gleich nochmal lang, Anja? Ach, ich dachte, du wolltest uns heimführen. Naja. Also ich meine, wir müssen dort entlang und dann bei der nächsten Abzweigung rechts weg. Während Lina und Dicky, Anja und Chris lauschten, achtete Stromer auf andere Geräusche. Raschelte da drüben nicht etwas? Ein Kaninchen vielleicht? Diese Kinder hatten ja keine Ahnung, was wirklich interessant war. Aber er würde es erkunden. Huch, das ging ja leichter als gedacht. Stromer hat sich losgerissen. Es war herrlich, den Beinen wieder freien Lauf lassen zu können. Plötzlich kam Stromer schlitternd zum Stehen. Was war denn das für ein miesepetriger Kerl vor ihm? Und einen Menschen hatte er auch noch dabei. Auch die Kinder hatten ihn jetzt eingeholt und starrten in das wutverzerrte Gesicht eines Försters. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, hier einfach einen Hund frei im Wald laufen zu lassen? Es tut mir leid, Herr Oberforstpräsident, er hat sich... Ich will euch hier in meinem Wald nie wiedersehen. Ist das klar? Und jetzt Abflug. Stromer zog den Schwanz ein. Zeit zum Rückzug. Die Kinder schienen ähnlich zu denken. Es war Sonntagmittag und Dicky, der gerade der Hochzeitsmesse von Freunden seiner Eltern beigewohnt hatte, eilte noch einmal in die Kirche zurück, um sein vergessenes Jackett zu holen. Die Kirche war fast ganz leer. Nur der Messner war noch da und löschte die Kerzen. Ein Mann kniete ein paar Bänke vor Dicky ins Gebet vertieft. Sein Smartphone klingelte. Es war seine Mutter. Was will die denn jetzt? Ich gehe nicht ran. Dicky wollte sich gerade mit dem Jackett in der Hand zum Ausgang begeben, als er gedämpfte Stimmen aus dem Beichtstuhl vernahm. Er reagierte klug. Flink aktivierte er die Aufnahmefunktion des Smartphones und nahm alles auf. Meine Güte, jetzt schau doch mal genau. Es kann nur dieser Ort gemeint sein. Ah, ich hab was. Hoffentlich diesmal was Konkretes. Diese ganzen Rätsel gehen mir allmählich auf den Nerv. Och, nee. Was? Schon wieder eins. Ist aber einer von den Bullen, das hier finden? Was steht denn jetzt drin? Wir lesen es nach, wenn wir sicher sein können, dass uns niemand belauscht. Jetzt tu du nicht auch noch so übervorsichtig rum. Ich will jetzt endlich wissen, was Sache ist. Also, ich lese da mal vor. Wo Stein und Eisen ruhen lang, kurz und kürzer, als es lang scheint. Es wacht bei Nacht. Wenn im Brunnen vor dem Tore zum achten Schlag ein Schatz sehr gut, dann zur zwölften Stunde der Gaumen frohlockt. Der Freundschaft willen versiegt der Glanz im Brunnen nicht für lange Feier. Okay, das ist mit Abstand die würste Nachricht, die er uns hinterlassen hat. Wer soll das verstehen? Ich habe auch keinen Plan. Leute, ist doch klar, was gemeint ist. Aber bevor ihr fragt, nein, ich werde es euch hier nicht erklären. Dicky beeilte sich. Er wollte nicht von den Leuten im Beichtstuhl entdeckt werden. Er trat ins warme Sonnenlicht hinaus, vor ihm plätscherte ein großer Brunnen und vom nur wenige Meter entfernten Südpark wehte eine leichte Brise her. Etwas schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite in einem der Straßencafés sah er Chris, Anja und Lina zusammen mit Kommissar Hummel an einem Stehtisch Eis essen und beschloss kurzerhand zu ihnen hinüberzuschauen. Hallo Dicky, hab ich's mir doch gedacht, dass du auch nicht weit sein kannst. Wie ich den anderen schon gesagt habe, haltet euch da raus, das ist zu gefährlich. Wir haben uns wirklich nur zufällig zum Eisessen hier getroffen. Dass Dicky hier sein würde, wussten wir gar nicht. Wir dachten eigentlich, er wäre heute auf einer Hochzeit. Bin ich eigentlich auch. Ich habe auch nur wenig Zeit, weil mich eine Hochzeitstorte sehnsüchtig erwartet. Chris, Anja, Lina, können wir uns heute Abend treffen? Ich muss euch etwas Wichtiges erzählen. Ich wollte nachher zu Lina gehen, weil es Stromer schlecht geht. Dann treffen wir uns doch einfach da. Dicky, kommst du bitte endlich? Wir haben es eilig. Also, bis nachher dann. Auf Wiedersehen, Herr Hummel. Tschüss, Dicky. Und denkt dran, ich will von keinem meiner Kollegen hören, dass ihr euch nachts hier aufhaltet. Thank you.
war schon spät, als Dicky bei Lina klingelte. Ihre Wohnung lag zu seinem Leidwesen im zweiten Stock. Als er über die Türschwelle in den engen Flur kam, trat ihm Stromer schwanzwedelnd entgegen. Na, so schlecht scheint es ihm ja doch nicht zu gehen. Er hatte anscheinend etwas Schokolade gefressen, die ihm nicht gut bekommen ist. Aber glücklicherweise hat er sich wieder gut erholt. Komm mit, die anderen warten schon in meinem Zimmer auf dich. Linas Zimmer war deutlich kleiner als Dickies und nur ein schmaler Gang führte zu einem Fenster an der gegenüberliegenden Seite des Raumes. Im Türbereich befanden sich zwei Schränke links und rechts des Ganges. Von den Schränken bis zur Fensterwand war auf der linken Seite ein Bett aufgestellt. Auf der rechten stand ein Schreibtisch. Chris saß auf dem Bett und Anja auf dem Schreibtischstuhl. Dicky setzte sich neben Chris, während Lina zusammen mit Stromer auf dem Boden Platz nahm. Wir sollten Dicky mal erzählen, was Kommissar Hummel uns heute mitgeteilt hat. Das sollten wir allerdings. Die Geschichte ist nämlich unglaublich. In den letzten Wochen wurden mehrere Juweliere in der Innenstadt ausgeraubt. Und zwar ohne, dass die Besitzer etwas davon gemerkt hätten. Sie kamen morgens in ihr Geschäft, sperrten es auf und mussten feststellen, dass alles weg war. Es gab keinerlei Einbruchsspuren. Lediglich die Aufnahmen der Überwachungskamera für die fragliche Nacht fehlten. Beim ersten Mal hatte die Polizei noch dem Juwelier selbst verdächtigt, den Einbruch nur vorgetäuscht zu haben. Aber dann häuften sich die Fälle. Inzwischen ist auch bekannt geworden, dass es in der Vergangenheit bereits einzelne ähnliche Vorfälle in anderen Städten gegeben hatte. Dort die Polizei den Juwelieren aber nicht geglaubt hatte oder keine Hinweise auf einen Einbruch finden konnte. Vorgestern soll es aber Einbruchsspuren gegeben haben. Allerdings nicht am ausgeraubten Geschäft, sondern bei dem Juwelier zu Hause. Die Polizei hat darauf auch in den Wohnungen der anderen Juweliere nach Spuren gesucht. Doch wenn es auch dort einen Einbruch gab, muss der Einbrecher so geschickt gewesen sein, keine Spuren zu hinterlassen, die sich eindeutig auf einen Einbruch zurückführen ließen. Die Polizei vermutet, dass der oder die Einbrecher ihre Opfer genau ausspioniert haben, in der Nacht des Überfalls in ihre Wohnung eingebrochen sind, den Schlüssel entwendet haben, den Laden ausgeräumt und danach den Schlüssel dreisterweise in die Wohnung zurückgebracht haben. Ach ja, falls dir etwas auffallen sollte, sollst du dich bei Kommissar Hummel melden. Jedenfalls beobachtet die Polizei jetzt mit versteckten Ermittlern das Gelände am Südpark, weil sie vermutet, dass die Beute dort drüben übergeben wird. Anscheinend blüht dort nachts der Schwarzmarkt. Ich würde da ja zu gern mal hinschauen. Aber Kommissar Hummel hat uns das streng untersagt. Zum einen, weil sich zu der Zeit dort eine Menge zwielichtiger Leute rumtreiben. Zum anderen, weil wir die Ermittlungen stören können. Als ob wir nicht aufpassen würden. Ich frage mich, ob das mit dem zusammenhängen könnte, was ich heute gehört habe. Dicky holte sein Smartphone hervor und startete seine Aufnahme. Gespannt hörten alle vier zu. Und das erzählst du uns erst jetzt? Ach, der Schlag heißt bestimmt 8 Uhr. Wenn wir Glück haben, ist es noch nicht zu spät. Lass uns aufbrechen. Was? Wohin denn? Na, ist doch klar. Zur Kirche. Zur Burg. So viel dann zur Eindeutigkeit. Anja. Nur weil wir zufällig beim Fahrradfahren eine alte Burg entdeckt haben, die anscheinend von Landstreichern oder so bewohnt wird, muss sie doch noch lange nichts mit einem Zettel in einer Kirche zu tun haben. Zumal erst unser letztes Abenteuer in einer Burg stattfand. Es wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn es wieder um eine Burg gehen würde. Und warum sollte jemand so ein kompliziertes Rätsel schreiben, nur um auf den Ort hinzuweisen, an dem der Zettel versteckt ist? Vielleicht, um den Eindruck zu erwecken, dass es nicht dort versteckt sein kann, wo es versteckt ist. Okay, ich verstehe jetzt gerade nur noch Bahnhof. Wollen wir uns das Rätsel vielleicht nicht nochmal der Reihe nach durchgehen? Vielleicht finden wir einen Hinweis darauf, ob die Burg, die Kirche oder ein ganz anderer Ort gemeint ist. Gute Idee. Vielleicht überzeugt das Anja. Also, ich fange mal an. Wo Stein und Eisen ruhen. Klar, die Kirche ist aus Stein und die Figuren sind mit Gold verziert. Als ob die Burg nicht auch aus Stein wäre. Und Metall gibt's dort auch. Denk nur mal an den Dolch am Kamin. Lang, kürzer und kürzer, als es lang scheint. Die Steine liegen schon lange da. Die goldenen Figuren sind kürzer da, weil sie logischerweise erst aufgestellt werden konnten, nachdem die Mauern fertig waren. Und kürzer, als es lang scheint? Ich wette, dass eine der Figuren erneuert oder gefälscht wurde. Also ich weiß ja nicht, aber die drei haben nicht den Anschein gemacht, Kunstexperten zu sein. Aber vielleicht wurde die Fälschung auf einem früheren Zettel beschrieben. Dann wäre die Botschaft nur für die Zielperson entschlüsselbar, nicht aber für andere Leute. Ergibt Sinn. Derselbe Effekt würde erreicht, wenn in einem Text auf einen Ort hingewiesen wird, den nur die Zielperson entschlüsseln können. Wie zum Beispiel die Burg. Als wir in der Stadt sagten, dass wir uns bei Lina treffen, war für uns ganz eindeutig, wo wir uns treffen. Für zufällig vorbeilaufende Passanten hingegen überhaupt nicht. Hätten wir hingegen gesagt,
Wir treffen uns am Südpark. Wäre den Passanten klar gewesen, wo wir uns treffen. Da die Polizei aber wohl auf die Kenntnisse von Kunstexperten zurückgreifen kann, wäre es also recht riskant, auf eine erneuerte oder gar gefälschte Figur zu verweisen. Ich weiß nicht, ob wir davon ausgehen sollten, dass der Verfasser so kompliziert gedacht hat. Menschen machen Fehler. Vielleicht sollten wir erst mal klären, ob es überhaupt alt ist und was Neues in der Burg gibt. Okay, die Steine sind schon lange da, aber sonst? Die Dosen sind wohl nicht so lange da und der Dolch möglicherweise kürzer, als es scheint. Aber es muss sich auch nicht um ein Zeitintervall handeln, sondern es könnten auch räumliche Längen gemeint sein. Wir haben ja nur einen kleinen Teil der Ruine gesehen. Die Angabe könnte sich auf alles Mögliche beziehen. Kürzer, als es scheint. Vielleicht eine optische Täuschung. Vielleicht auch Morsezeichen. Optische Täuschung? Da fällt mir zu keinem der beiden Orte was ein. Vielleicht bezieht sich das Rätsel doch auf einen anderen Ort. Gehen wir mal weiter. Es wacht bei Nacht. Vielleicht nachtaktive Tiere? In der Kirche gibt es bestimmt Fledermäuse. Die gibt es im Wald auch. Dazu noch viele andere nachtaktive Tiere. Aber es gibt auch viele tagaktive Tiere. Weshalb dann die Betonung auf nachtaktiv? Ich denke mal, es geht nicht um irgendein nachtaktives Tier, sondern um das nachtaktive Tier. Vielleicht gibt es ja ein bekanntes Eulenpaar, das im Kirchturm brütet oder so. Ich bezweifle, dass sich Verbrecher für Eulen in einem Kirchturm interessieren. Es muss sich auch nicht zwangsläufig auf ein Tier beziehen. Es könnte auch ein Förster gemeint sein, der in der Dämmerung auf die Jagd geht. Wohl eher ein Gauner, der sich nur nachts rumtreibt, um nicht gesehen zu werden. Aber es für einen Menschen? Ich weiß nicht. Es könnte auch eine Überwachungskamera gemeint sein. Und Nacht ist nur der Hinweis auf die Tageszeit? Also, so kommen wir nicht weiter. Aber der nächste Teil des Rätsels klingt eindeutiger. Wenn im Brunnen vor dem Tore zum 8. Schlag ein Schatze ruht, dann zur 12. Stunde der Gaumen frohlockt. Vor der Kirche steht ein Brunnen und wenn bis 8 Uhr die Beute darin versteckt ist, gibt's Süßigkeiten? Wenn die Verbrecher mit dir verwandt sind, dann vielleicht ja. Die Burg hat bestimmt auch einen Brunnen. Ich habe zwar keinen gesehen, aber der war bestimmt nur zugewuchert. Ich frage mich, um was es geht. Vielleicht um irgendwelche verbotenen Substanzen. Drogen vielleicht? Würde passen, am Südpark. Als ob es an der Burg nicht genug Plätze gäbe, um eine Schachtel mit Drogen zu verstecken. Vielleicht ist es auch eher sinnbildlich gemeint. Vielleicht geht es um ein Schmuckstück, das wie Obst etc. aussieht, oder es geht um die Hülle. Vielleicht ist die Ware in einer Kokosnuss oder so versteckt. Rätsel über Rätsel jedenfalls. Seltsam auch, dass es keinen Hinweis gibt, wo genau die Austauschware für den Schatz im Brunnen zu finden sein wird. Wahrscheinlich auch im Brunnen. Kurze Zwischenfrage. Meint ihr nicht, dass es sehr auffällig wäre, etwas in einem Brunnen mitten in der Stadt zu verstecken? Vielleicht gibt es ja ein Geheimfach. Oh ja, natürlich. Um auf Dickies Fragen zurückzukommen. Hatten Kaiser und Könige nicht Reisäpfel? Werden nicht ähnliche Insignien manchmal kirchlichen Figuren in die Hand gegeben? Vielleicht ist der Schatz da drin. Stimmt, in der Kirche gibt es eine Marienstatue mit Reisapfel. Leute, wie soll denn jemand da was reinbekommen? Das ist doch unrealistisch. Es bleibt übrigens noch ein Satz übrig. Der Freundschaft willen versiegt der Glanz im Brunnen nicht für Langeweil. Heißt wohl übersetzt, dass die etwas Langfristigeres planen. Dass das kein einmaliger Coup ist. Da bin ich ausnahmsweise mit Diana Meinung. Lange Rede, kurzer Sinn. Fahren wir jetzt zur Burg? Ich dachte, wir fahren zur Kirche. Seht es doch mal so. An der Kirche sind eh Hummels, Leute. Die noch dazu nicht wollen, dass wir dort auftauchen. Was wollen wir denn da? Was wir da wollen? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die Polizei hinter den gleichen Leuten her ist wie wir. Das sind ja zwei völlig verschiedene Verbrechen. Dir geht es doch gar nicht mehr darum, die Verbrecher zu schnappen. Du möchtest dich nur vor Kommissar Hummel profilieren. Der einzige Grund, weshalb du unbedingt zur Kirche willst, ist doch, weil du glaubst, dass die Polizei auf der richtigen Spur ist und du dich dann wichtig machen kannst. Reim dir doch weiter deine eigene Wahrheit zusammen. Ich fahr jetzt. Lina Dicky kommt. Dann fahr ich halt allein zur Burg. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Anja rannte aus dem Zimmer und pfefferte die Tür hinter sich zu. Chris sah Lina, die auf dem Boden sitzen geblieben war, auffordernd an. Morgen ist Schule. Du bist also zu feige, mitzukommen. Kommissar Hummel sagte doch sowieso... Chris schnaubte verächtlich und verließ den Raum. Dicky schaute Lina noch kurz an, als wolle er etwas sagen. Doch offensichtlich war er sprachlos darüber, wie barsch Chris seiner Freundin ins Wort gefallen war. Oder es fiel ihm nichts ein, sodass er nur kurz zu Boden sah und dann Chris folgte. Stromer atmete tief durch.
Niemand hatte in den letzten Minuten Rücksicht auf seine sensiblen Ohren genommen. Jetzt vernahm er nur noch das leise Klappern der sich entfernenden Fahrräder. Ignoriert hatten sie ihn. Als wäre er gar nicht da gewesen. Jetzt spürte er allerdings zärtliche Berührungen. Und etwas Heißes tropfte ihm durch das Fell auf die Haut, während leise Geräusche von den Haaren geschluckt wurden. Lina weinte. Die warmen Tränen liefen ihr die Wange herunter. Noch nie waren die vier Detektive in so heftigem Streit auseinandergegangen. Ein bedrückendes Gefühl lag auf jedem von ihnen. Vor allem Chris war bestürzt. Seine Worte zu Lina schmerzten ihn am meisten. Auf dem Weg zum Südpark bemerkten Chris und Dicky, dass es wohl nochmal geregnet hatte, denn der Asphalt war nass. Im Schatten der Bäume stellten sie ihre Räder ab und sicherten sie. Hier und da standen Leute, teils in Gruppen. Und aus einer Disco drang Musik. Chris und Dicky beschlossen, sich hinter einem Blumentrog unter einer defekten Straßenlaterne zu verbergen und den Platz zu beobachten. Dicky, wie kannst du jetzt nur was essen? Findest du eigentlich nicht, dass es etwas verdächtig aussieht, wenn uns hier jemand entdeckt? Nur wenn uns hier jemand entdeckt. Ich habe keine Lust darauf, dass uns Hummelsleute erkennen und nach Hause schicken. Hier unten sind wir gut verborgen. Wenn du meinst... Ich habe übrigens das Nachttier entdeckt. Wo? Da drüben. Der Brunnen? Dort gibt es doch gar keine Tierfiguren. Figuren nicht? Aber lies mal die Bronzetafel, die am Brunnen befestigt ist. Gestiftet zum Gedenken an meine Tochter Gerlinde von Eulenstein. Du meinst... Sch, nicht so laut! Schau mal, da ist jemand am Brunnen. Die beiden beobachteten, wie eine großgewachsene Gestalt um den Brunnen spazierte und verstohlene Blicke hineinwarf. Dann blickte die Person auf und ließ langsam den Blick über den Platz schweifen. Chris hatte sein Smartphone herausgeholt und filmte die Person. Dicky schob vor Aufregung noch ein Schokobonbon nach. Da blieb der Blick der Person plötzlich in ihrer Richtung hängen. Ich fass es nicht. Es ist dieser Förster aus dem Wald. Und er hat uns entdeckt. Los, komm! Hey, wartet! Sie waren aufgeflogen. So schnell sie konnten, rannten Chris und Dicky zu ihren Fahrrädern. Einige der Leute auf dem Platz sahen auf. Manche belustigt, andere argwöhnisch. Der Förster verfolgte sie, doch er konnte bei ihrer Geschwindigkeit nicht mithalten. Hastig lösten sie die Schlösser ihrer Fahrräder. Dicky, beeil dich! Was denkst du, was ich hier tue? Das blöde Schloss will... Ja! Der Förster steckte gerade die Hand aus, um Dickys Rad am Gepäckträger zu packen, doch dem gelang es in letzter Sekunde zu entkommen. Die beiden traten so fest in die Pedale, wie sie konnten. Wow, wer hätte gedacht, dass es der Förster ist? Soll ich Kommissar Hummel anrufen? Meinst du das? Im Ernst? Wir wissen, wer es ist und wir haben einen Beweis. Du meinst mein Video, auf dem jemand zu sehen ist, der in einen Brunnen schaut und danach den Blick über einen Platz schweifen lässt. Das ist bestenfalls ein Indiz, aber noch lange kein Beweis. Davon abgesehen bin ich mir gar nicht sicher, ob man auf dem Video überhaupt was erkennen kann. Gab ja kaum Licht da. Das heißt, wir müssen ihn nochmal überführen? Im Prinzip ja. Aber er weiß jetzt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich ruf mal Anja an, damit sie Bescheid weiß und nicht die ganze Nacht im Wald wartet. Vergiss es! Was? Da draußen gibt's doch keinen Handyempfang. Oh, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Dann müssen wir wohl bei ihr vorbeifahren, oder? Mhm. Ja. Während sich Dicky darüber freute, dass sie herausgefunden hatten, wen sie suchten, war Chris frustriert. Sie hatten es vermasselt und damit wahrscheinlich ihre einzige Chance vertan, die Verbrecher zu stellen. Bei diesem Fall lief aber auch alles wie verhext.
Und jetzt fuhren sie auch noch geradewegs zu der Person, die er jetzt im Moment am wenigsten sehen wollte. Anja. Am liebsten würde er Dicky allein zu Anja fahren lassen. Doch wusste er, dass bei Dickys Orientierungssinn Anja zu Hause ankommen würde, bevor Dicky zur Burg fände. Während Chris und Dicky am Südpark waren, war Anja bei der Burg eingetroffen. Sie stellte ihr Fahrrad in 50 Meter Entfernung leise zwischen den Bäumen ab und schlich durch den Wald zur Burg. Glücklicherweise war unter den Bäumen nur wenig Unterholz, auf der kleinen Lichtung, auf der die Burg stand, dafür umso mehr. Sie vernahm gedämpfte Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was gesprochen wurde. Sie triumphierte innerlich erst, dann vermisste sie ihre Freunde. Ganz allein und ohne Handynetz im nächtlichen Wald in Gegenwart von Verbrechern? Das war ihr nicht ganz geheuer. Wenn sie bemerkt würde, hätte sie keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Vor der Burg war ein Jeep abgestellt. Anja notierte das Kennzeichen. Danach schlich sie geduckt zum Gebäude hinüber. In dem Hauptraum flackerte ein Licht und drei Personen saßen auf der Couch. Ich scheine einen Uhrenkonzert im Büchse erwischt zu haben, seht mal. So eine hatte ich auch schon. Anja versuchte vorsichtig, den Kopf zu recken, um besser erkennen zu können, was die drei aus den Büchsen zogen. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und trat einen Schritt nach links, auf einen Zweig, der knackend zerbrach. War da was? Eine der Personen sah auf und ließ den Blick suchend in Anjas Richtung schweifen, die sich schnell duckte. Bestimmt nur ein Wildschwein, was sollte sonst da draußen sein? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bring die Sachen schon mal zum Auto. Und, weißt du schon, was du dir von dem Geld kaufen willst? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich das Geld in der Hand habe. Ja, was soll schon schief gehen? Sobald wir alles kontrolliert haben, fahren wir los und bringen das Zeug über die Grenze. Ich werde mir als erstes ein Motorrad kaufen, aber so ein richtiges. Plötzlich presste sich ein süßlich riechender Stoff unerbittlich auf Anjas Gesicht, bis ihr die Sinne schwanden. Statt zum Auto zu gehen, hatte die dritte Person die Sachen nur im Auto abgestellt und sich dann leise von hinten an Anja herangeschlichen, ihren Fußspuren folgend. Hab ich dich! Stroma lag eingerollt auf dem Boden in Linas Zimmer. Aus irgendeinem Grund konnte er nicht schlafen. Er sah zu Lina hoch. Sie lag in ihrem Bett und schien einen unsichtbaren Punkt an der Zimmerdecke zu fixieren. Stroma stand schwerfällig auf und stupste mit der Schnauze gegen ihre unter der Decke heraushängende Hand. Ihre Augen wandten sich ihm zu und ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Na, kannst du auch nicht schlafen? Wär ich sonst hier? Dachte sich Stroma und legte den Kopf schief. Du willst raus, was? Mit den anderen ermitteln. Raus war immer gut. Hündisch gut. Stroma wedelte begeistert mit dem Schwanz. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Chris wird zwar bestimmt 1000 Ängste um mich durchstehen, wenn er erfährt, dass ich nachts alleine mit dir raus bin, aber was soll's. Allein gehe ich sicher nicht da raus. Und wenn wir zu Anja gehen, erfährt er es vielleicht auch gar nicht. Und immerhin bist du ja dabei, Stroma. Was meinst du? Stroma tanzte freudig um ihre Füße. Das deute ich mal als Zustimmung. Musik.
weit ist es noch? Wir müssen bald da sein. Chris kam plötzlich zum Stehen und Dicky geriet ins Straucheln, um noch rechtzeitig anzuhalten. Psst, Dicky, sei leise. Ich kann was hören. Mach mal schneller. Wir haben nicht die ganze Nachtzeit. Sag du mir nicht, was ich zu machen habe. Ich möchte so schnell wie möglich weg hier. Als ob es auf die paar Minuten mehr oder weniger ankäme. Kannst du Anja irgendwo sehen? Nein, sie hat sich gut versteckt. Gott, könnt ihr denn mal die Fresse halten? Ich hab die Göre in den Kerker gelegt. Bis sie aufwacht, sind wir weg. Na dann, auf zum Auto. Hast du das gehört, Dicky? Sie haben Anja erwischt. Oh, jetzt mach dir nicht gleich ins Hemd. Jetzt müssen wir doch nur noch die Kerker finden und dann haben wir sie wieder. Das sollte nicht allzu schwierig werden. Chris und Dicky schlichen vom Weg weg zu der Stelle hin, von der die Person vorhin gekommen war. Hinter dem Gestrüpp sahen sie einen Treppenabgang ins Schwarze. Chris sah Dicky fragend an. Der schob sich ein Karamellbonbon zwischen die Lippen und nickte nur. Ihnen war mulmig zumute, als sie etwa 5 Meter in die Tiefe stiegen. Am Ende der Treppe befand sich ein Bogen in einer Mauer. Eine rostige Gittertür hing offen stehend in den Angeln. Hol dein Smartphone raus! Aber die funktionieren hier doch eh nicht. Ja, wenn man telefonieren möchte. Aber zum Wegleuchten reicht's. Der Wand da vorne nach zu urteilen, müssen wir uns entscheiden. Nach rechts oder nach links? Am besten wäre es, wenn wir uns aufteilen. Und wenn wir sie innerhalb von 10 Minuten nicht finden, gehen wir zurück und treffen uns hier im Treppenaufgang. Muss das sein? Du willst doch auch, dass wir sie möglichst schnell finden, oder? Also gut. Chris wandte sich nach rechts, während Dicky nach links ging. Das fahle Licht seines Handys glitt über die kalten Steinwände, die in regelmäßigen Abständen durch Gittertüren unterbrochen waren. Die Luft war modrig feucht und 2-mal kreuzten Ratten seinen Lichtschein. Schien der Gang nun zunächst schnurgerade zu sein, verzweigte er sich nun zusehends, wobei Dicky sich dazu entschloss, immer die rechte Abzweigung zu nehmen. Wie groß mochten diese Kerkeranlagen wohl sein, fragte er sich, während er sich immer einsamer und einsamer fühlte und der Süßigkeitenvorrat in seiner Jackentasche zur Neige ging. Wie geht es ihr? Sieht gut aus. Sie scheint langsam in die Fresse zu kommen. Warte, ich komme! Dachte ich mir doch, dass das Mädchen nicht allein hier mitten in der Nacht rumgelungert hat. Gute Nacht. Hey, lassen Sie uns raus hier! Kommen Sie zurück! Doch niemand kam zurück. Stattdessen donnerten Baumstämme und Steine von oben herab und versperrten die Gittertür zum Treppenaufgang, wodurch Dickys Hoffnung, den Riegel irgendwie von innen aufschieben zu können und so nach draußen zu kommen, zunichte gemacht wurden. Chris kam, die langsam aufwachende Anja in den Armen tragend, langsam zu Dicky. Lass gut sein, Dicky. Die haben uns eine Falle gestellt, indem sie so getan haben, als würden sie losfahren. Aber dann sind sie nach ein paar Minuten ausgestiegen und haben uns hier eingesperrt. Wir kommen hier nie wieder raus. Keine Angst. Morgen in der Schule wird Lina auffallen, dass wir nicht da sind. Und sie wird der Polizei sagen, wo sie nach uns suchen sollen. Hoffentlich. Hier unten werden sie uns doch niemals finden. Die Polizei wird das gesamte Gelände absuchen. Natürlich werden sie uns finden. Ganz so sicher wie Chris tat, war er sich allerdings nicht. Was, wenn Lina morgen krank wäre? Würde sich die Polizei trotzdem bei ihr melden? Fast beneidete er seine schläfrige Schwester. Der kalte, harte Steinboden, die modrige Luft und die Gesellschaft der streunenden Ratten lud nicht gerade zum Schlafen ein. Dicky schob zitternd sein letztes Bonbon in den Mund. Sie würden die ganze Nacht in den unheimlichen Kerkern verbringen müssen. Und was, wenn die Gruppe zurückkam, weil es ihr doch zu unsicher war, wenn sie am Leben blieben?
Anfangs hatte Lina befürchtet, vor Angst sterben zu müssen, als sie allein durch den nächtlichen Wald radelte. Überall raschelte und knackte es, und im spärlichen Lichtkegel der Fahrradlampe wurden immer wieder bewegte Sträucher und Blätter sichtbar. In ihrem Kopf schienen hinter jedem Baum und hinter jedem Busch dunkle Gestalten zu lauern, die nur darauf warteten, bis sie nah genug war, um sich auf sie stürzen zu können. Mit der Zeit achtete sie mehr auf Stromer, der hechelnd und schwanzwedelnd neben ihr herlief, als gäbe es nichts Schöneres als diesen nächtlichen Ausflug. Seine Freude und Unerschrockenheit färbte irgendwie auch etwas auf Lina ab. Sie fand den Wald zwar immer noch unheimlich, aber sie hatte das Gefühl, einen Freund an ihrer Seite zu haben, der sie beschützte. Der Weg kommt mir viel länger vor als bei dem Tagesausflug. Ob wir bald da sind, Stromer? Diese Menschen. Null Orientierungssinn. Und dann bleibt sie bestimmt auch noch langweilig auf dem Weg, obwohl es doch überall so verführerisch raschelt, knackt und duftet. Wir sind ja schon da. Vor Überraschung über die plötzliche Ankunft bremste Lina abrupt ab. Sie stieg ab, lehnte das Rad gegen einen morschen Baum und schlich zum Rand der kleinen Lichtung. Sie lag still im Mondlicht da. Von möglichen Unholden konnte sie keine Spur entdecken. Doch wo war Anja? Waren die Diebe womöglich doch nicht so weit weg und würde sie Anja verraten, wenn sie laut nach ihr riefe? Stromer, was machst du denn? Du kannst jetzt keine Kaninchenjagd setzen. Komm schon, du kannst jetzt nicht... Oder weißt du, wo Anja ist? Sollte das eine Beleidigung sein? Stromer sah sie vorwurfsvoll an. Natürlich wusste er, wo Anja steckte. Und nicht nur sie. Zumindest roch er deutlich die Fährten von Chris, Dicky und Anja. Und natürlich auch die Diebesbande. Wenigstens verstand Lina jetzt endlich, was er ihr zeigen wollte. Zielsicher führte er sie an den Büschen vorbei durch das niedergetrampelte Gras, vorbei an einem mannshohen Hügel aus Dornengestrüpp, zu einem Treppenabgang, an dessen Ende große Stücke eines dicken Holzstammes eine Gittertür versperrten. Anja? Lina? Lina, bist du es wirklich? Was machst du denn hier, Dicky? Das ist eine längere Geschichte. Kannst du diese Baumstämme hier wegrollen? Dicky, die sind doch viel zu schwer für sie. Lina, hör zu. Du musst sofort losradeln und Hilfe holen. Rufe auch Kommissar Hummel an und sag ihm, dass die Diebe mit einem schwarzen Jeep unterwegs sind. Und hier auf dem Zettel steht das Kennzeichen. Schnell! Und danke. Lina machte sich mit Stromer sofort auf den Weg, doch sie kamen nicht weit. Lina stolperte beinahe über Stromer, als dieser plötzlich abrupt stehen blieb und die Ohren spitzte. Ein Auto! Oh nein! Hastig sah sich Lina um. In der Nähe stand der Turm, in dessen Eingang sie sich vielleicht verstecken konnte. Aus dem ankommenden Wagen stieg eine Person aus, die auf die Entfernung nicht zu erkennen war. Sie schritt auf den Gestrüpphügel zu. Das Rasseln einer Kette und der dumpfe Klang von Holz, das hallend gegen Stein schlug, waren zu vernehmen. Und Lina wurde klar, dass es ein Brunnen war. Irgendetwas zog die Person aus dem Brunnen empor. Einen Schatz? Lina spürte, wie etwas an ihrem Bein vorbeihuschte. Stromer, komm zurück! Doch Stromer hörte nicht. Er mochte sich dazu entschlossen haben, doch lieber auf Kaninchenjagd zu gehen. Jedenfalls huschte er durch die Gräser und in den Burgraum hinein. Lina warf einen prüfenden Blick auf die Lichtung und schlich ihm dann nach. Doch kaum hatte sie den Raum betreten, stolperte sie über ein loses Steinchen im Fußboden, das dabei herausgeschleudert wurde und ein kleines Loch zurückließ. Sie stürzte geradewegs auf eine leere Blechdose, die scheppernd einen Meter weit auf dem Steinboden aufschlug. 20 Meter weiter fiel ein Eimer laut krachend durch eine Brunnenröhre. Lina war entdeckt. Hättet ihr noch mit Lina gerechnet? Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, dass sie uns hier rausholen wird. Tolle Leistung. Aber auch riskant. Chris, jetzt sag schon, dass du stolz auf sie bist.
Ja, Respekt. Das hätte ich wirklich nicht von ihr gedacht. Und ein Glück, dass sie nicht auf euch gehört hat. Sonst würde sie jetzt nämlich am Südpark stehen und wir dürften hier übernachten. Ich geb's ja zu. Du hattest diesmal recht. Auch wenn mir noch nicht so ganz klar ist, was mit unserem Förster auf sich hat. Shh. Hört ihr das? Da kommt ein Auto. Das ging ja schnell. Das ist unmöglich. Das kann doch nicht die Polizei sein. Lina ist gerade erst hier weg. Du meinst, sie kommen zurück? Ich hab Angst. Ruhig. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das Motorengeräusch ist anders. Meinst du, dass es der Förster ist? Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass der Förster vielleicht einfach nur ein Förster sein könnte? Hey, was ist das? Klingt wie ein Geist. Blödsinn, das ist ein Brunnen. Die Nachricht. Ich hoffe nur, Lina nutzt die Zeit, um Hilfe zu holen. Oh je. Was meint ihr, was der Förster mit dir macht, wenn er sie erwischt? Ob er sein Gewehr dabei hat? Er hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass ihn jemand beobachtet. Er steht vor der Wahl. Entweder verfolgt er Lina oder geht zum Auto und holt sein Gewehr. Erwischt sie dann aber wahrscheinlich nicht mehr. Du meinst, er fängt sie erst, schleift sie dann zum Auto, um sie dort dann zu erschießen? Nein, er hat sein Gewehr erst gar nicht dabei. Und außerdem ist sein Dieb noch lange kein Mörder. Und wir drei werden hier qualvoll verhungern und vermodern. Lina hat bestimmt ihre Eltern informiert, bevor sie los ist. Wahrscheinlich genauso wenig wie wir. Okay, Leute. Niemandem wird etwas passieren. Wir sind schließlich das Abenteuerquartett. Und gemeinsam finden wir sicher eine Lösung. Aber was sollen wir denn tun? Wie wär's mit Flüchten? Lina? Wie kommst du hier rein? Mit der Karte hier, in die die Geheimgänge eingezeichnet sind, habe ich unter dem losen Stein im Burgraum gefunden. Ich erzähle euch später mehr, aber jetzt erstmal raus hier. Wir werden nämlich verfolgt. Die drei Detektive und Stromer, dem die anderen in der Aufregung keine Beachtung geschenkt hatten, rannten durch die Gänge, hinter Lina her, die mit ihrem Handy die Karte in ihrer Hand beleuchtete. Schließlich gelangten sie ins Freie. Dicky und Anja, könnt ihr den anderen Eingang hinter dem Felsen dort drüben mit Holz und Steinen versperren? Und wir bewachen zusammen mit Stromer den Ausgang, zu dem wir raus sind. Wäre es nicht besser, wenn jemand von uns losradeln würde, um die Polizei zu holen? Dicky hat recht, jemand sollte die Polizei holen. Mir kam da vorhin eine andere Idee. Hier unten ist der Empfang zwar nicht möglich, aber vielleicht oben auf dem Burgturm. Ich werde das gleich mal ausprobieren, nachdem Chris und ich den Eingang versperrt haben. Linas Plan sollte aufgehen. Und wenig später traf Kommissar Hummel mit einer Polizeieskorte bei der Burg ein. Sie nahmen die Person, die immer noch durch die Kerker irrte, fest und fuhren auch das Abenteuerquartett nach Hause. Auf dem Weg vernahmen sie aus dem Polizeifunk, dass wohl auch der Jeep mit den drei anderen gestellt werden konnte. Am nächsten Abend trafen sich die vier Detektive noch einmal in der Burg, um die Lösung des Falls gemeinsam zu feiern. Die rötliche Abendsonne schien in den Burgraum, während sie alle eine dampfende Tasse Tee in den Händen hielten. Wer hätte gedacht, dass Kommissar Hummel seinen Kollegen Herrn König anweist, uns so einen Schrecken einzujagen, falls wir unerlaubterweise zum Südpark kommen sollten? Du erwartest jetzt doch nicht etwa Mitleid, Chris. Herr König hat den Auftrag aber auch äußerst dramatisch ausgeführt. Auf der Wache war er jedenfalls ziemlich humorvoll. Das hätte ich nie erwartet, nachdem er damals im Wald ja recht unfreundlich war. Im Wald? Wir waren doch am Südpark. Herr König war ja auch der Mann, der sich uns im Wald als Förster ausgegeben hat. Naja, damals war die Polizei von einem anonymen Anrufer auf eine falsche Fährte gelockt worden. Von wegen, dass Diebesgut sei im Wald vergraben worden. Da sie die Diebe noch in der Umgebung vermuteten und in Sicherheit wiegen wollten, ging Herr König der Suche als Förster verkleidet nach. Wer weiß, wie viele Stunden der an dem Tag schon erfolglos unterwegs war. Und dann auch noch bei dem Wetter. Nachdem die Suche erfolglos geblieben war und andere Hinweise bei der Polizei eingegangen waren, wurde die Spur aufgegeben. Ich bin so froh, dass alles so gut ausgegangen ist.
Das haben wir ja vor allem Lina und Stromer zu verdanken. Und ohne euch wären die Diebe wohl immer noch nicht gefasst. Was hat es denn jetzt eigentlich mit der rettenden Karte auf sich? Das weiß ich auch nicht so ganz. Wie gesagt, fand ich sie unter dem wackeligen Stein. Auf der Rückseite der handschriftlichen Karte war ein Abschiedsbrief geschrieben, soweit ich das entziffern konnte. Unterschrieben wurde er von einer Gerlinde von Eulenstein. Das nachtaktive Tier. Die Burg hieß bestimmt Burg Eulenstein. Und falls die Gauner dort mal übernachtet haben sollten, sind ihnen bestimmt auch die Eulenschreie aufgefallen. Konntest du herausfinden, weshalb die Karte auf der Rückseite des Briefes gezeichnet worden war, Lina? Nein, der Rest des Briefes war leider völlig unleserlich. Tja, damit bewahrt die Burg sich wohl auch weiterhin ein paar Geheimnisse. Aber es müsste doch irgendwie zu machen sein, den Inhalt des Briefes zu rekonstruieren. Hast du eigentlich immer noch nicht genug von Abenteuern?